Ja, hallo zusammen. Nach längerer Zeit gibt es mal wieder ein Video. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was wir heute vorhaben, wenn man so hier die Natur sieht. Habt ihr schon eine Idee, was es sein könnte? Bestimmt nicht das, was wir vorhaben. Eine Longboard-Tour. Der Marvin hat mich mal überzeugt, das Ganze auszuprobieren. Ist jetzt 7 Tage her, wo ich das getestet habe. Und das geht schon unfallfrei. Und daher haben wir uns überlegt, machen wir mal so eine kleine Stauseeumrundung in Schieder-Schwalenberg. Wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr uns gerne begleiten. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr und ihr müsst nicht dabei sein, wenn jemand stürzt. Ja Leute, wie ihr vielleicht sehen könnt, es rollt. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber wenn man überlegt, dass ich so, deutlich über Mitte 40 bin, ist das schon ganz anständig, hier mal so herzufahren. Natürlich muss ich auch zwischendurch mal ein bisschen Schwung nehmen. Das sieht dann so aus. Und dann rollt es einfach weiter. Also es macht schon Spaß, muss man sagen. Immer aufpassen hier wegen den Kieseln und so, weil ich das jetzt noch nicht gewohnt bin. Aber irgendwie, ist das schon toll. Es ist ein bisschen lauter durch die Rollen, als wenn man hier mit dem Fahrrad herrollt. Aber macht Spaß. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben, um den Marvin zu kriegen. Ja, wir rollen hier gerade so schön rum. Da sind überall so kleine Mosaikfiguren am Rand. Hier so ein Wal soll das, glaube ich, sein. Und jetzt gehen wir nochmal hoch hier auf den Aussichtsturm. Ich weiß nicht, ob das hier die Longboard-Gemeinde unbedingt interessiert. Aber ich bin ja auch nicht der klassische Longboarder, behaupte ich mal. So, angehalten habe ich. Und jetzt joggen wir mal eben hoch. Natürlich mit Longboard und viel wackeln wahrscheinlich, weil das Ganze im Laufschritt funktioniert. Das Video ist nicht schneller gestellt, nein, gelaufen. So, Longboard abhängen und einmal genießen. Und da hängen die 2 Prachtstücke. Macht echt Spaß. Gut, wenn man Kinder hat, die einen immer wieder animieren, auch Sachen zu machen, die vielleicht nicht ganz altersgemäß sind, wie mir gesagt wurde. Ja Leute, und jetzt mal eine Herbstfahrt durchs Laub. Einfach, weil es Spaß macht. Ja, wir mussten gerade eine Vollbremsung hinlegen. Weil rechts vor links und so, ne, das kennt ihr alle. Und wer von rechts kommt, hat eindeutig Vorfahrt. Also warten wir mal kurz. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir den See umrundet. Meiner Meinung nach sind es irgendwie zwischen 4 und 5 Kilometer. Und davon muss ungefähr 1 Kilometer gelaufen werden wegen Schotter. Und recht groben Knochenpflaster. Aber ich bin stolz drauf, dass der Marvin das so mit mir durchgezogen hat. Mit seinem alten Herrn hier. Und ja, Longboard fahren ist auf jeden Fall ein Ding, was ich weiterhin gerne mitmache. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Markus und Marvin.